erstes der schwere Unfall, bei dem sich David Schumacher einen Wirbelbruch zugezogen hat. Zunächst hieß es nach dem Samstagsrennen beim DTM-Finale am Hockenheimring, dass der Rennfahrer noch glimpflich davonkommt. Anhaltende Schmerzen treiben den Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher dann aber nochmals ins Krankenhaus. Dort stellt sich am Dienstagabend ein Wirbelbruch heraus. David Schumacher hat sich bei seinem Crash beim Saisonfinale in Hockenheim doch schwerer verletzt als zunächst vermutet. Wie sein Vater, der langjährige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, bekannt gegeben hat, hat sich der 20-Jährige einen Bruch des ersten Lendenwirbels zugezogen. Eine Operation sei aber nicht nötig. In Hockenheim war am Samstag Porsche-Pilot Thomas Preining aus Österreich mit David Schumacher kollidiert. Beide rutschten mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung. Dahinterfahrende Piloten konnten leider nicht ausweichen. Neben Schumacher wurden auch Olsen und der Schweizer Rolf Ineichen im Krankenhaus untersucht. Wir wünschen David Schumacher eine schnelle Genesung.